Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde hier auf YouTube und auf Facebook. Herzlich willkommen zu Damians Pfeifenstübchen. Ich komme heute mit einem Video zu euch. Wie man sieht, ein neuer Hintergrund wieder. Also diesmal ist es aber nicht meine Wohnung. Ich bin zu Besuch bei meinen Eltern. Was heißt zu Besuch? Also ich übernachte heute nur hier, weil ich noch einiges bei mir in der Bude zu tun hatte. Und somit der Weg nach Hause dann doch zu weit gewesen wäre. Aber die sind jetzt im Urlaub und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, jetzt noch zu später Stunde noch ein Video zu machen. Ich will jetzt auch nicht groß drumherum erzählen, worum es heute gehen soll. Also aufmerksam wurde ich auf den Tabak eigentlich schon natürlich durch meine Ausbildung. Es gibt zwei Tabakfirmen, die nicht unbedingt, wie wir wissen, den besten Ruf genießen. Beide fangen sie mit P an. Also da kann man sich ja schon einen Reim drauf machen, um was es hier geht. Einmal Pöschl, einmal Planter. Wobei ich denke, dass Pöschl noch den besseren Ruf genießt. Jedenfalls, ich hatte damals eine Tabakprobe bekommen, die ich geraucht habe. Ich muss zugeben, die war relativ trocken. Und den Berichten zufolge, der gar nicht mal so schlecht abgeschnitten hat, wo ich mich gefragt habe, mein Gott, wie können die Leute so ein Kraut rauchen? Oder ich den Hype, ja, Hype vielleicht würde ich jetzt nicht sagen, aber eigentlich kam der auch bei Tobacco Reviews auf der englischen Seite auch durchweg eigentlich gut weg. Und dann sagt er, ja gut, da muss ja irgendwie was dran sein. Und ich habe vor kurzem jetzt eine Probe gekriegt, oder war das eine Probe? Es war ja schon angebrochener Beutel von einem Facebook-Pfeifenfreund, über den ich noch berichten werde. Und das war der Exklusiv-Tabak Nummer 6. Und als ich da den gesehen habe, habe ich gesagt: Ja, gut, das kann ja nichts sein. Wurde ich doch eines Besseren belehrt, muss ich sagen, für meinen Geschmack jedenfalls. Aber wie gesagt, über den Tabak werde ich noch berichten. Aber das war so der Vorbote, sage ich mal, warum ich jetzt wieder auf einen anderen Tabak zurückgekommen bin. Ich hatte damals eine Probe gekriegt vom Exklusiv Nummer 1. Und ein Tabak, der ja naturbelassen sein soll oder auch ist. Aber letzten Endes hatte mir überhaupt nicht geschmeckt und dann habe ich auch diese ganzen Proben weggeschmissen. Durch Ralfs Beitrag vor ein paar Wochen, wo er den Tabak als seinen Tabak, den er seit 30 Jahren konsumiert, raucht, habe ich gesagt, gut, vielleicht war das einfach eine schlechte Probe, weil er einfach zu lange gelagert wurde oder zu trocken wurde vielmehr. Vielleicht gibt es nochmal eine Chance. Und als ich den Exklusiv Nummer 6 geraucht habe, habe ich gesagt, war ich positiv überrascht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dazu werde ich noch ein separates Video machen. Da habe ich gesagt, gibt ihm vielleicht nochmal eine Chance. Gesagt, getan. Und habe mich im Internet erstmal schlau gemacht, weil bei uns im Laden haben wir den irgendwie gar nicht mehr. Ist auch nicht unbedingt gefragt. Und zu Unrecht, wie ich finde. Und deswegen habe ich gesagt, da ich auch kein Video hier gefunden habe, mache ich doch mal eins. Und es gab ja damals diese viereckigen blauen Dosen zu, ich sage jetzt mal, rund 7 €. Wo man sagen muss, also vom Preis her kann man da ja nun wirklich nicht meckern. Aber hält er auch das, was er verspricht, zu sein? Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und da ich herausgefunden habe, dass es den ja nur noch seit der TBD2 nur noch in 50 Gramm Pouches gibt, was ich sehr schade finde. Also wenn von euch einer noch eine diese viereckige blaue Dose hat, kann also leer, das ist jetzt egal, das muss jetzt nicht voll sein, würde ich gerne haben. Aus ja, Nostalgiezwecken, wie man durch meine Videos glaube ich sieht, habe ich auch so einen leichten Dosentick. Aber auch manchmal zum Umfüllen, wenn man vielleicht nicht so viel Platz hat. Wäre ganz nett, wenn sich da vielleicht doch jemand melden könnte oder würde. Nichtsdestotrotz, obwohl ich nicht mal wusste, wird der dir jetzt so schmecken oder nicht, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir doch direkt die 100 Gramm Dose gekauft.
Was irritierend war zunächst der neue Name. Er hieß ja vorher Exklusiv Royal. Und jetzt heißt er Exklusiv Mixstar Nummer 1. Und ich habe daraufhin Pöschl angeschrieben, ob es denn jetzt ein neuer Tabak ist, beziehungsweise eine neue Darreichungsform, weil es ist ja ein, wie er auf der alten Verpackung drauf stand, ein Granulat. So wurde er betitelt. Und ich wollte einfach sicher gehen, dass das doch noch derselbe Tabak ist, und das wurde mir auch so bestätigt. Und ja, über Umwege habe ich dann heute diesen Tabak auch gekriegt, oder eigentlich kam er gestern schon an, aber die Post, die war irgendwie relativ dämlich und hat den Tabak irgendwie in einen anderen Stadtteil von mir geschickt, und dann musste ich da zur Post hingehen. Also das war heute etwas stressig, aber ich habe gesagt, den willst du jetzt haben, den willst du jetzt probieren. Und ja, nun ist die Dose bei mir. Eine Pfeife habe ich davon schon geraucht, um schon mal vorher ein Bild davon zu kriegen. Die zweite ist schon gestopft, aber kommen wir erstmal zur Dose. Die hat sich optisch auch ein wenig verändert, wie man sieht. Also vorher war sie in so einem helleren Blau und natürlich dann auch mit dem Royal-Aufschrift drauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also hier muss ich sagen, es geht ja noch, es ist ja fast die Hälfte so. Aber wenn man das umdreht, dann muss ich sagen, also wenn es irgendwann die TPD3 oder 4 oder 5 oder weiß der Geier, was auf uns noch zukommt, kommt. Also wenn ich demnächst in den Tabakladen gehe oder bei mir einkaufe oder was auch immer, da werde ich nur noch sagen, ich möchte den Pfeifentabak rauchen verursacht, hasse nicht gesehen haben. Weil, also wenn das so weitergeht, dann ist ja schon gar nicht mehr lesbar, welcher Tabak es überhaupt sein soll. Also ich finde es furchtbar. Ich finde auch schade, dass man die Scheiße nicht abziehen kann, einfach, weil, also das ist eine Vergewaltigung der Dose und der Optik. Also da kriege ich Augenkrebs bei. Also, naja, gut. So sieht die von oben aus. Da ist es ja noch wenigstens ganz schön. Wollen wir mal die Dose öffnen? Ich muss auch sagen, dass die sich etwas unterscheiden von den Lars-Dosen zum Beispiel. Also mir kommen die so ein bisschen, ja, was heißt billiger, aber irgendwie fühlen die sich ganz anders an. Also muss ich sagen, vom Öffnen her. So, hier haben wir das Tabakbild. Ich muss jetzt aufpassen, dass nicht wieder die ganze Scheiße rausfliegt. Also sehr hell gehalten. Es handelt sich hierbei um eine Mischung von aus Virginia, getoasteten Burley und Orient. Also man sieht auch kein Black Cavendish oder irgendwas. Und wie gesagt, naturbelassen. Wenn wir mal unser Näschen da reinhalten, möchte man im ersten Moment meinen, vielleicht ist er doch aromatisiert. Ist er aber nicht. Eine sehr natürliche, ich kann es wirklich schwer in Worte fassen. Also, es gab Momente, ich habe oft heute dran gerochen an der Dose, die mich so ein bisschen, aber wirklich nur im Entferntesten, an den Kentucky Bird erinnert haben. Auf jeden Fall ein, ja, man möchte fast sagen, florales Aroma, was da so ein bisschen entgegenkommt. Woher das genau kommt, also mir fällt es wirklich schwer, da eine genaue Beschreibung zu geben, wonach es wirklich riecht, aber auf jeden Fall angenehm. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Was ich kritisieren muss an der Dose, sie lässt sich unheimlich schwer schließen. Also, wenn man einfach nur, wie das aus den Larsen Dosen ist oder den anderen, einfach nur so ein bisschen rumdrückt, da geht zwar ein bisschen rein, aber, ja gut, man sieht das jetzt hier nicht so gut, aber die geht nicht richtig zu. Also, man muss wirklich enorm viel Kraft aufwenden und vor allem Genauigkeit, die wirklich gut zu verschließen. Also da muss ich sagen, wenn man da nicht drauf aufpasst, kommt da vielleicht zu viel Luft rein und dann hat man nicht lange Freude an dem Tabak. Also das nur mal so zur Dose. Gibt es natürlich noch, wie gesagt, im 50 Gramm Pouch und in der großen 200 Gramm Dose. Also nur mal für die, die es interessiert. Das Tabakbild habe ich hier auch vorbereitet. Habe ja von meiner Mutter mal eben so eine Schüssel hier geschnappt. Dann kann man das dann vielleicht ein bisschen deutlicher sehen. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, ein Granulat. So wie es auf der alten Verpackung stand. Ich möchte sagen, also
Granulat ist vielleicht nicht jedem geläufig, vielleicht Flocken. Also ich würde das gerne so mit Flocken vergleichen. Und ja, vorteilhaft an dem Tabak ist auf jeden Fall, dass der sich unfassbar leicht stopfen lässt. Also noch nicht mal stopfen, man muss ihn wirklich reinrieseln lassen, ein bisschen andrücken und gut ist. Also ein sehr anfängerfreundlicher Tabak, muss man auch sagen. Und auch die erste Pfeife, also ich habe die komplett durchgeraucht. Ist wirklich nur Krümel überblieben. Also ich habe, muss ich, war selten Tabak gehabt, aber er gehört auf jeden Fall zu den Tabaken, die sich so problemlos runtergeraucht haben, dass wirklich nur graue Asche überblieb und vielleicht ein paar von den Flocken, wie gerade schon erwähnt, überblieben. Also muss ich sagen, das war auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Sache. Geraucht wird heute in einer großen Pfeife, muss ich auch dazu sagen, also die eignen sich ja wunderbar, um diese Darreichungsform zu verköstigen. In meiner Viking Winslow, die ich in Loma erworben habe. Heute muss ich leider auf Streichhölzer zurückgreifen, weil mein Gas ist gerade alle gegangen. Aber man kann ja auch mal traditionellen Streichholz benutzen. Ja, wie man hört, es hat geläutet. So, die Lunte brennt. Also man muss sagen, also so vom Raumaroma her, also überhaupt nicht aufdringlich. Also Nichtraucher dürften da eigentlich keine Klage erheben. So ein bisschen dieses Florale kommt so ein bisschen durch. Teilweise erinnert mich das auch so ein bisschen an irgendwie, was man gerade vielleicht im Ofen hat oder so. Also jetzt nicht irgendwie eine Gans oder irgendwas, aber ja, wie, weiß ich, Kekse oder so. Also wirklich unaufdringlich, leicht süßlich und das schlägt sich auch im Geschmack nieder. Also naturnahe Freunde, die können bedenkenlos zugreifen. Wie gesagt, auch wenn Pöschel nicht unbedingt den besten Ruf genießt und auch die Exklusivtabak. Also ich habe sie nicht alle probiert. Ich habe gerade mal den probiert und dann habe ich gesagt, ach lass mal sein. Und dann halt die Nummer 6, wie gesagt. Aber dadurch, dass ich den probiert habe, ich glaube, dann wäre ich nie wieder auf diesen gestoßen, muss ich sagen. Im Nachhinein muss ich Ralf recht geben. Ein Tabak, der sehr vernachlässigt wurde. Und ich hoffe, dass sie den noch lange im Programm behalten werden, weil das ist wirklich ein Tabak, den man von morgens bis abends rauchen kann. Ein All Day weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ohne Probleme kann man den zu jeder Tageszeit genießen. Aber nicht jeder von uns raucht einen und denselben Tabak tagelang. Also man will ja doch mal ein bisschen Abwechslung haben, aber Fakt ist, man macht nichts verkehrt. Er kommt in einer ja, angenehmen Feuchte, also ist nicht zu feucht. Wenn man ihn so ein bisschen draußen lässt, muss ich sagen, also er wird schon schnell trocken, das muss man auch sagen. Deswegen sollte man ihn doch gut aufbewahren. Aber er hält das, was er verspricht, auf jeden Fall. Man schmeckt die Tabaka gut raus. Und
Also negativ kann ich da eigentlich nichts sagen. Also ich bin auch wirklich, muss ich sagen, überrascht über diese Exklusiv-Tabake. Wie gesagt, zwei davon probiert, andere sollen, glaube ich, nicht so dolle sein, aber auch da, Geschmäcker sind verschieden und lohnt sich zu probieren. Ich meine, vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann man nun wirklich überhaupt nichts sagen. Gut, ich habe das jetzt abgeknibbelt hier, weil ich lege darauf immer viel Wert, dass die Dosen kein Klimbim mehr tragen, aber die hat 14,10 € gekostet. Auch komische Preise, aber für 100 Gramm muss ich sagen, Hut ab. Man kriegt wirklich das, was man auch erwartet. Und wie gesagt, raus sieht problemlos. Ein Anfänger zu empfehlen, auch Leute, die vielleicht umsteigen so in die naturnahe Ecke, die man gerne mal was probieren möchten. Muss ich sagen, kann man wirklich allein schon durch die Darreichungsform, die ja so einfach zu stopfen ist, kann man wirklich ehrlich gesagt nichts verkehrt machen. Also das Aroma hält ja über die ganze Pfeife. Ändert sich natürlich auch ein bisschen durch die Burleys und durch den Virginia und die Oriente. Also ist ein schönes Konzert, was da gegeben wird, muss ich sagen. Wie gesagt, unaufdringlich. Keine riesen bombastischen Überraschungen, das nicht. Aber ich muss sagen, ein Tabak, den ich irgendwie so ein bisschen lieb gewonnen habe, auch weil die Darreichungsform auch so selten ist, muss ich sagen. Also den würde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. War keine Fehlinvestition. Dafür, dass man jetzt so gleich in die Vollen gehauen hat mit einer 100-Gramm-Dose. Aber naja, no risk, no fun. Und wie gesagt, auch wenn kein Aroma vorhanden ist, hat man doch dieses süßliche, leicht blumig, aber ganz dezent im Hintergrund. Aber wie gesagt, das ist so ein Wechselspiel, das kann ich kaum in Worte fassen. Aber ich muss sagen, probiert den. Wenn er euch schmeckt, wunderbar. Wenn nicht, ja gut, ist auch kein Beinbruch. Ich bin froh, dass ich es getan habe, zumal es auch hier irgendwie keine Videos gibt. Und das ist wirklich ein Tabak, der wirklich unterschätzt wird. Man ist ja oft abgeschreckt durch die Hersteller. Aber muss ich sagen, völlig zu Unrecht. Ein Bursche, der definitiv mal wieder mehr nach vorne gehen sollte. Aber da müssten auch die Hersteller mal ein bisschen mehr Gas geben in Sache Pfeife. Und nicht nur einfach im Staubregal da verschimmeln lassen. Also, ich habe auch gesehen, da gab es bei dem Yogi Warnblog auch einen Bericht über den. Und der muss ja wirklich bekannt sein durch Opas, Uropas und sonst was. Auch hier, wie man ja auf der Dose sieht, dieser Zinnsoldat, den gab es wohl auch als Figur. Also, der bei Zander in Wuppertal immer noch steht an der Kasse. Also, muss man sagen, ein Tabak, der nicht unbekannt ist, aber wahrscheinlich auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und deswegen habe ich gesagt: Gut, machst du mal ein Video, erzählst mal ein bisschen was darüber. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange die Dose hält, weil ich muss sagen, der mundet mir sehr gut. Und ich kann ihn von meiner Seite aus auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist mit Sicherheit nicht für jedermann, weil jeder schreit auf, wenn er exklusiv wird, aber das ist doch ein Tabak, wo ich sage: Macht man nichts verkehrt mit als Naturraucher. Aber wie gesagt, ich rauche auch Aromaten. Also ich probiere mich wirklich quer durch. Ich kriege auch viele Tabak in letzter Zeit zugesendet, worüber ich mich sehr freue. Zuletzt noch den Jolly Joker, über den ich auch noch ein Review machen werde, vom Markus Kostmann aus der Facebook-Gruppe, wo ich auch sehr dankbar für bin. Aber alles nach und nach. Ich kann mich im Moment, ich will nicht sagen, kaum retten vor Tabaken, aber einige sind noch auf der Liste, aber ist ja auch gut. So habe ich immer wenigstens Stoff. Bevor ich es vergesse, wie ja, man schon gesehen hat, habe ich ein Intro mittlerweile. Man versucht sich ja so ein bisschen zu steigern. Und jedes Mal vergesse ich, ihn zu erwähnen, wer dafür zuständig war. Wie einige ja von euch wissen, mache ich ja selber Wrestling. Und das war einer, der von unserer. Von unserem Verein, der ja für sämtliche Sachen zuständig ist, ob Homepage oder irgendwelche Grafiken oder Videos, DVDs, sonst was, aber auch selber aktiv im Ring ist, mir dieses Intro auf die Schnelle gemacht hat.
was sehr gut gelungen ist, meiner Meinung nach, hat sofort meinen Wünschen entsprochen. Deswegen schönen Gruß an dich, Daniel. Daniel Bergsen heißt der. Ja, und war eine große Freude und deswegen nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das nochmal so am Rande erwähnt. Ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch immer eine volle Pfeife. Bleibt mir wohlgesonnen. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Dann sage ich nur von hier hin bis hierhin. Gut Rauch.